Mir geht es darum, zu zeigen, dass die Erde ohne weiteres für 20 Milliarden Menschen Platz hätte. Und das ist der Ausgangspunkt. Und nicht für 2 Milliarden Menschen eine Erde zu schaffen, die wirklich zu Verteilungskämpfen führen würde. Wenn die Menschen über Überbevölkerung reden, dann gibt es nur ein Überbevölkerungsproblem, wenn wir meinen, die bestehenden Dinge so weiterzuführen. Wenn wir zum Beispiel versuchen, wie in den Vereinigten Staaten, Ernährung auf Rindfleisch aufzubauen, dann sind wir in der Tat zu viele. Wenn wir nicht in der Lage sind, Phosphor zurückzubekommen, dann sind wir zu viele. Auch wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen weniger schlecht zu sein, dann bedeutet das nur, dass wir ein bisschen später die Katastrophe verursachen. Die traditionelle Nachhaltigkeit sagt, dass der Mensch eine Bürde ist für den Planeten. Ich schaue mir dann ein Kind an und sage, oh verdammt, Überbevölkerung. Ich schaue mir ein Kind an und sage, was für eine Chance. Ja? Wie können wir nützlich sein, anstatt weniger schädlich? Ist nicht erstaunlich? Wir wollen gut für die Wirtschaft sein. Wir wollen gut für die Gesellschaft sein. Und wenn es um Umwelt geht, ist das Höchste nicht da zu sein. Das ist doch krank. Ja? Das ist traurig. Das ist Schuldmanagement. Wir verstehen im Norden Umweltschutz immer als weniger Zerstörung. Oder wir machen menschliche Projektionen, einen ökologischen Fußabdruck soll man minimieren. Was wir aber im Westen überhaupt nicht können und auch nicht im Süden, ist in echten Kreisläufen zu denken. Das kann man in Asien. Also verbindet Cradle to Cradle die europäische komplizierte Denkweise mit der amerikanischen Lösungs-Umsetzungsorientierung, mit der südlichen Lebensfreude und dem asiatischen Kreislaufdenken. Und damit entsteht was völlig Neues, was aber abgeglichen ist mit ganz vielen Naturvölkern in den verschiedenen Ländern, zu schauen, wie kann das Verhältnis von Menschen zur Natur so sein, dass die Menschen ein Teil der Natur sind und eben nicht ein feindlicher Klotz, der im Prinzip die Lebewesen daran hindert, auf dieser Erde zu sein. Wir verstehen unter Umweltauswirkungen immer etwas Nachteiliges. Während durchaus die Yanomami-Indianer zum Beispiel in Brasilien in Wechselwirkung mit dem Regenwald treten, auch direkt den Regenwald nutzen, aber so, dass er in der Artenvielfalt konstant bleibt. Also in allen diesen Kulturen kann man ganz viele Dinge lernen und das habe ich in einem Forschungsprojekt, was die schweizerische Chemieindustrie bezahlt hatte, Ende der 80er Jahre zusammengefasst und mit viel Geld, also es waren über 5 Millionen Dollar, in einem Einsatz dafür eben, diese verschiedenen Dinge zu sammeln, Interviews zu machen, zu lernen, mit Michael Gorbatschow zu reden, mit dem Dalai Lama zu reden, mit vielen indischen Gelehrten auch zu reden und dieses zusammenzufassen. Das ist Cradle to Cradle. Das ist keine Erfindung, es ist nur eine Sammlung, eine Entdeckung unterschiedlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen und verschiedenen Kulturen. Die Leute reden heute über Biolandbau und da ist sicher was dran, aber es gibt keinen Biolandbau, der erlaubt, dass unsere eigenen Stoffwechselprodukte zurückgehen. Jeden Tag müssen wir 2 Gramm Phosphor aufnehmen und 2 Gramm Phosphor abgeben. Sonst können wir keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern. Dann sind wir allein darüber zu viele. Phosphor ist viel seltener als Öl. Wir haben noch für 30 Jahre etwa Phosphor und der jetzige Phosphorbergbau schon führt dazu, dass wir immer mehr Radioaktivität in die Umwelt bringen. Es wird viel mehr Radioaktivität durch den Phosphorbergbau in die Umwelt gebracht, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Aber kein Biolandbau, kein Demeter, kein Nature Progrès, kein Bioland erlaubt, dass meine eigenen Stoffwechselprodukte von uns Menschen zurück in die Landwirtschaft gehen. Es ist nur Bio ohne uns. Das heißt, wenn wir jetzt nur das Technische weiter optimieren, anstatt erstmal zu fragen, was ist unsere Rolle auf der Erde, dann sind wir sofort zu viele, allein über Phosphor. Das ist eine Frage des wissenschaftlichen Verstandes. Es war zunächst doch richtig, unsere Fäkalien nicht in die Landwirtschaft zu bringen, weil wir damit Krankheiten übertragen haben. In China hat man Hygiene und Medizin entwickelt und konnte im Reisfeld die Krankheitskeime damit zerstören. Bei unserer Landwirtschaft war das nicht möglich. Aber heute ist es doch anders. Heute ist es doch notwendig, unsere eigenen Nährstoffe zurückzubekommen. Selbst der Biolandbau verliert bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil unsere eigenen Stoffwechselprodukte nicht zurückgehen. Das heißt, es ist wirklich eine grundlegende Diskussion erst notwendig, sonst schreiben wir nur das Bestehende aus der Vergangenheit fort. Und darum ist die Grundfrage, was ist die Rolle auf der Erde? Wenn man den Menschen die Existenz abspricht, wenn man sagt, es wäre besser, du wärst nicht da, dann werden diese Menschen raffgierig und feindselig. Im Gegenteil aber, wenn man sagt, hey, wir können lange auch 20 Milliarden Menschen auf der Erde haben, wenn wir nur lernen,
die richtigen Fragen zu stellen, wenn wir lernen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Die Ameisen wiegen etwa viermal mehr als wir Menschen und sie sind kein Umweltproblem. Durch die Ameisen gibt es nur den Regenwald, weil die Ameisen bringen die Nährstoffe immer zurück. Was ist der Unterschied zwischen den Ameisen und uns? Wir nehmen immer nur und wir schleusen aus. Wir machen Abfall und dann sind wir zu viele. Was ist die Rolle auf der Erde? Und für uns sind letztlich gesehen als Wissenschaftler in EPEA, wir haben inzwischen etwa 23 Nationalitäten bei uns hier tätig, allein hier in Hamburg 15 Nationalitäten. Für uns sind die Deutschen eher das größte Problem, weil sie meinen, sie würden die Umwelt damit schützen, indem sie gründlich zerstören. Überall auf der Welt stehen deutsche Verbrennungsanlagen. So wie in so einem Hase- und Igel-Spiel, überall wo ich hinkomme, steht schon eine deutsche Verbrennungsanlage als Entwicklungshilfe. Selbst vor wenigen Jahren hat die Stadt Shanghai noch von Deutschland eine Verbrennungsanlage geschenkt bekommen als Entwicklungshilfe. Ja, in Delhi, in Mumbai, in Taipei, überall stehen diese Anlagen als Umweltschutz. Dabei brennt der Müll gar nicht, wenn ich die Wertstoffe wie Papier und Kunststoffe herausnehme. Und in diesen Kulturen bereitet man die Lebensmittel im Haushalt zu. Das sind die ganzen kompostierbaren Dinge, wasserhaltig, alle im Haushalt. Die müssen bis zu 80 Tonnen Heizöl am Tag hinzufeuern, um den Müll zu verfeuern. Und das gilt in Deutschland als Umweltschutz. Und das ist eine große Gefahr in einer Welt, die ja durch diese vielen Bilder immer mehr Angst auslöst und die immer komplizierter erscheint für den Einzelnen, was sie gar nicht ist, aber so erscheint. Und jedes Bild verursacht dann Angst von irgendeiner Katastrophe. Fallen die Leute in mittelalterliches Denken zurück? Sie versuchen mit Feuer das Böse aus der Welt zu schaffen, so wie man früher Menschen, wie man Hexen oder vermeintliche Hexen verbrannt hat sozusagen. So verbrennt man heute den bösen Müllgeist. Damit gehen aber alle Dinge verloren, die in biologische Kreisläufe müssten. Und in einer wirklich fatalen Weise schadet uns dann die totalitäre Vergangenheit zusätzlich. Denn wir werden unterschwellig in vielen Ländern für unsere Zerstörungsfähigkeit bewundert.